Große Fragen, kurze Antworten. Unser größter und unser kürzester Abgeordneter diskutieren, wie bleiben wir frei und trotzdem gesund. Hi Frank. Hi Lukas. Sag mal, unsere Schulen sind seit einem Jahr zu. Unsere Kinder haben Riesenprobleme. Gerade die Digitalisierung kommt nicht weiter. Der Digitalpakt Schule liegt brach. Was ist da los? Und gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie katastrophal die Auswirkungen mangelnder digitalen Ausstattung in den Familien sind. Während in anderen Ländern keine einzige Schulstunde ausfiel, haben in Deutschland Schülerinnen und Schüler über Wochen keinen einzigen Kontakt mit ihren Lehrern und Lehrerinnen gehabt. Das Problem ist, dass wir diese Milliarden, die der Bund als Digitalpakt zur Verfügung stellt, durch das Bürokratiemoloch nicht bei den Schulen ankommen. Ich glaube, es ist besser, die Schulen bekommen direkt vom Bund ein Budget, wo sie selbst entscheiden können, was sie ausgeben, so wie bei den deutschen Auslandsschulen, denn da funktioniert es. Aktuell werden die Freiheitsrechte der Menschen aufgrund eines Wertes, nämlich des Inzidenzwerts, eingeschränkt. Ist das überhaupt richtig? Kommen wir damit überhaupt vorwärts? Wir müssen andere Kriterien mit anwenden, um diesem Land endlich eine dringend benötigte Öffnungsperspektive zu geben. Es geht dabei um das Thema Impffortschritt. Es geht um die Auslastung der Gesundheitssysteme. Es geht um die Dynamik des Infektionsgeschehens vor Ort. Ist es lokal in einem Altenheim oder in der Fläche? Es geht um die Kapazitäten der Gesundheitsämter. Wenn ich viel mehr nachvollziehen kann, kann ich auch eine höhere Inzidenz zulassen. Kreativität ist hier gefragt, doch davon ist in der Regierung keine Spur zu sehen. Die Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise. Ganz extrem. Gerade der Einzelhandel, die Hotellerie, die Gastronomie. Das Geld aus den Novemberhilfen kommt nicht an. Die Menschen wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Was ist das Problem und was können wir dagegen tun? Die Aussagen der Corona-Hilfen zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, wie dysfunktional dieser Staat ist. Wir stellen in Deutschland Anträge für Zahlen und Daten, die der Staat schon längst besitzt. Deshalb fordern wir Liberale, dass das Finanzamt, das alle Daten hat von Unternehmen, schnell und unbürokratisch Liquidität sofort auszahlt, denn dann ist das Geld dann da, wenn der Unternehmer das braucht und nicht erst ein Jahr später, wenn der Unternehmer das überhaupt bis dahin überlebt. Denn es kann nicht sein in diesem Land, dass wir nach einer zweiten, dritten Corona-Welle dann die vierte Welle, die Insolvenzwelle ist. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass die Regierung vor allen Dingen auf Einzelmaßnahmen setzt, auf Kontaktbeschränkungen und vor allen Dingen auf Social Distancing. Das hat aber was mit den Menschen gemacht. Das hat dazu geführt, dass die Menschen sich einsam fühlen, dass viel von emotionaler Kälte gespürt wurde. Was können wir denn dagegen tun, dass es den Menschen auch langfristig wieder besser geht? Genauso falsch, wie es ist, ausschließlich auf die Inzidenz zu schauen, müssen wir eben auch die vielen Risiken im Blick haben. Neben der reinen Infektionsrisiko haben wir das wirtschaftliche Risiko und vor allen Dingen, und das wird auch viel zu selten gesehen, das soziale Risiko. Dabei sind insbesondere die psychischen Belastungen für Kinder, für Jugendliche und Senioren unfassbar groß. Deshalb fordern wir als Liberale ganz dringend clevere Öffnungsmöglichkeiten für Freizeit- und Betreuungseinrichtungen, um hier wieder Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, ohne sich gegenseitig anzustecken. Daneben brauchen wir neben einem Impfturbo auch dringend einen Testturbo. Wenn ich negativ getestet bin, kann ich doch Dinge machen. Wenn ich als negativ Getesteter nur auf negativ Getestete treffe, kann ich ins Theater gehen, kann ich ins Fitnessstudio gehen und ich kann auch in den Urlaub fahren. Es sind so viel mehr Dinge möglich. Wir müssen uns einfach nur getrauen und endlich dazu übergehen, auch wieder in Optionen zu denken und Dinge möglich werden lassen. Gleichheit, soziale Verbesserung, ich muss noch mal anfangen. Ich? Noch da? Und der, das Punkt, funktioniert das, ne? Schnitt, okay, das machen wir weiter. Denn wir können eben nicht mit anderen, nee, das machen wir nochmal bitte. Das ist wieder der Kanzlerin, mal so. 4, 5 und abgehen.